Was sind eigentlich AGB und brauche ich die überhaupt als Unternehmer? Hallo, mein Name ist Dominik Herzog, ich bin Rechtsanwalt und ich unterstütze Unternehmer dabei, dass sie erfolgreicher werden. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen vermessen an und ein bisschen übertrieben vielleicht auch für den Anwalt, aber genau so ist es, denn was sehe ich als meine Mission, als meine Aufgabe? Ich möchte Unternehmen, und ich spreche jetzt nicht von Konzernen oder von Großunternehmen, ich habe selbst mal in einem gearbeitet und das war nicht die Umgebung, in der ich irgendwie weiterkommen und wachsen wollte, sondern ich wollte mein eigenes Business und meine eigene Kanzlei aufbauen. Aber genau diese inhabergeführten kleinen und mittelständischen Unternehmen, das sind die, mit denen ich gemeinsam gerne an einem Strang ziehe, ja, und sage, alles was an, sag ich mal, juristischen Problemen so des Weges kommt, da möchte ich dabei helfen, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich kümmere mich darum, dass du als Unternehmer auch gar nichts damit zu tun. Und warum mache ich dich dadurch erfolgreicher? Wie gesagt, ein bisschen übertriebenes Wording. Aber am Ende musst du dich dann nicht um so einen Schrott kümmern, wie Forderungsdurchsetzung oder eine Abmahnung im Markenbereich oder eine Abmahnung im Wettbewerbsbereich, sondern kannst dich auf dein Kernbusiness konzentrieren. Du wirst nicht erfolgreich. Ein Unternehmer und ein Unternehmen wird ganz sicher nicht dadurch erfolgreich, dass du mit einer 150-prozentigen Perfektion dich irgendwie auf irgendwelche rechtlichen Sachverhalte einschießt und dich nächtelang einliest und guckst, was gibt es da für Rechtsprechungen, wer hat da was entschieden, wie ist da der Streitwert, wo kann ich noch irgendwie vielleicht ein paar Euro sparen, sondern du solltest dich auf das konzentrieren, was dein Business voranbringt, auf deine Kunden und auf das, was für dein Unternehmen wichtig ist, und solltest die Dinge, die einen rechtlichen Zusammenhang haben, einfach über den Tellerrand schmeißen und sagen, so kümmert sich bitte jemand anders drum. Und das ist genau das, worin ich unsere Aufgabe sehe, und es gibt ein ziemlich breites Spektrum. Ja, das kann, du hast Kunden, die nicht bezahlen, oder du hast Geschäftspartner, die nicht bezahlen. Das ist mal der nicht so positive Fall. Da haben wir ein System, das heißt, wir kümmern uns darum, dass die Forderung eingetrieben wird in verschiedenen Stufen, und wenn es nicht ohne gerichtliche Hilfe geht, dann eben mit gerichtlicher Hilfe. Es geht darum, dass du dein Geschäftsmodell schützt. Wenn du Mitarbeiter hast, ja, dann ist das immer verbunden mit bestimmten vertraglichen Angelegenheiten, Arbeitsverträgen und so weiter. Aber natürlich manchmal auch mit Problemen, wenn du dich von Mitarbeitern wieder trennen möchtest. Und es geht natürlich auch darum, dass du irgendwann selbst nicht vielleicht der Angegriffene bist, wenn es um das Thema Abmahnung geht, sondern du selbst deinen Markt und dein Unternehmen verteidigst und vielleicht selbst mal Abmahnungen aussprichst. Es sind viele verschiedene Facetten des Wirtschaftsrechts, die für dich relevant sind. Und wenn du dich dafür interessierst, wie das genau funktioniert und wie wir unsere Tätigkeit genau in einer Pyramide einteilen, dann guck doch mal hier vorbei bei diesem Video. Da werde ich dir das nochmal genau erklären, wie eigentlich unsere Tätigkeit genau aufgeteilt ist und in welchem Stadium deines Businesses, deines Unternehmens wir dir vielleicht helfen können. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Wenn du eine Frage hast, schreib das gerne unten in die Kommentare oder schick mir eine E-Mail an mail@herzog-law.de, und dann schick mir gerne eine E-Mail. Wenn du eine Frage hast, schreib das gerne in die Kommentare oder schick mir eine Mail. Und wenn du eine Frage hast, dann schreib das gerne in die Kommentare oder schau bei uns auf der Webseite vorbei. Dort kannst du mir auch jederzeit eine Nachricht schicken. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn ich dir in irgendeiner Weise helfen kann. Und manchmal ist es auch gut, wenn man keinen Anwalt braucht, aber manchmal ist es auch gut, wenn man einen hat. Alles klar, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich so. Wenn du eine Frage hast, dann kannst du die jederzeit natürlich hier unten in die Kommentare schreiben, oder du kannst mich natürlich auch jederzeit auf meiner Webseite besuchen und dort über das Kontaktformular uns eine Anfrage schicken, die wir natürlich umgehend beantworten. Und ansonsten sehen wir uns bald mit einem neuen Video. Bis dahin, mach's gut.